echter Patientenfall. Heute mit der Fragestellung eines Außendienstmitarbeiters, der sehr viel im Auto unterwegs ist und immer im Restaurant angehalten hat oder beim Bäcker, beim Imbiss, bei der Tankstelle. Ja, überall, wo sozusagen Essen verfügbar ist oder manchmal auch in der Stadt. Was kann er sozusagen tun, wenn er keine Brotbox, nichts mitnehmen möchte, sondern sich dafür entscheidet, explizit dorthin zu gehen, was natürlich völlig okay ist und wir alle auch gerne mal machen. Also ich natürlich auch. Was kann man machen? Also A, Mehrkorn, Vollkornbrötchen, zum Beispiel mit einer Eiweißquelle wie gekochtem Ei, wie Schinken, wenn man es verträgt, wie Käse obendrauf. Man kann gucken, wenn ich die Option habe, dass dort nicht Remoulade, sondern lieber Butter oder Margarine drauf ist, hätten wir den Vorteil der etwas gesünderen Fette an der Stelle. Das heißt, da wäre es ganz gut zu gucken, solange ihr es mögt, dass Streichfett drauf ist und nicht irgendwie eine Remoulade, Mayo oder ähnliches, weil wir einfach gesündere Fette kriegen über das Streichfett. Dann ist es so, das Vollkorn-Mehrkornbrötchen ist natürlich vom Blutzuckerverlauf langsamer, daher gesünder, auch mit den Ballaststoffen für Magen-Darm-Trakt, sofern man es verträgt. Es geht natürlich auch sowas wie ein Graubrot, Mischbrot, Mehrkorn-Schwarzbrot. Manchmal gibt es das ja auch mit Belag zu kaufen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, sich in Richtung Joghurt mit Geschmack oder Trinkjoghurt, der ist natürlich immer als Fertigbrot ein höherer Zuckeranteil drin, aber die Eiweißquelle wäre ja vielleicht, wenn man sagt, man will ein halbes Brötchen oder ein Brötchen essen und noch ein bisschen Joghurt hinterher, dann habe ich ja auch die Eiweißquelle. Manchmal gibt es ja auch die Brotsorten schön mit Gurke, Tomate, Salat obendrauf. Häufig werde ich gefragt, was ist mit Fleisch wie Met oder was ist eigentlich mit diesen ganzen Krabbensalaten, Currysalate, wie sie alle heißen. Letztendlich haben sie immer Mayonnaise als Grundlage, daher einen größeren Fettanteil. Deswegen würde ich eher so auf Käse, Wurstbelag und ähnliches gucken. Mir ist es natürlich immer noch lieber, was Leckeres zu essen, als gar nichts zu essen, damit wir sozusagen die Energie über das Essen auch ziehen. Aber wenn es zu häufig kommt und wenn der Wunsch Gewichtsveränderung ist, muss man natürlich auch ein bisschen immer auf die Kalorien und Fette und Zusammensetzung gucken. Also schaut, dass ihr eine Eiweißquelle esst. Wenn es mal in Richtung Kuchenkekse geht, könnt ihr gucken, ob ihr, wenn ihr es mögt, Käsetorten nutzt, wo ja Quark verwendet wird oder Frischkäse verwendet wird. Das heißt, an der Stelle kann man immer die Eiweißquelle auch suchen, bevor man zum Beispiel so Teiggebäck oder Obsttorte geht natürlich auch nutzt. Es gibt die Möglichkeit, sich auch ein Stück Kuchen vielleicht zu teilen, falls jemand sagt, okay, ich will nicht so viel, aber mal ein bisschen was. Das heißt, man muss ja nicht immer komplett drauf verzichten. Die Menge ist entscheidend. Also schaut ein bisschen nach der Eiweißquelle, die ihr findet in den Bereichen, wo ihr dann unterwegs seid. Oder wer das alles gar nicht haben will, kann sich natürlich sein Essen mitnehmen und dann essen, was verfügbar ist. So, ihr Lieben, ganz liebe Grüße zu euch und habt einen schönen Tag und viel Spaß beim Essen unterwegs.